Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter World. Ich habe mir wieder ein paar neue Sachen rausgesucht, die wir spielen. Und dieses Mal habe ich sogar jeweils, jetzt die ersten beiden Quests sind Doppelquests. Das heißt, wir kämpfen gegen zwei neue Drachen gleichzeitig. Sehr schön. Bei der einen ist die Questbelohnung nicht so gut, aber okay. Ich habe mir extra eine neue Morph-Axt gerade verbessert. Jetzt habe ich mal blaue Schärfe auf der ersten Waffe. Und ich habe vergessen zu kochen. Also gehen wir doch mal kurz kochen. Jetzt können wir erstmal auf Angriff kochen, das ist ganz gut. Dann kann ich mich nicht, muss ich mich nicht zurückhalten. Genau. Nee, Schmiede wollte ich eigentlich nicht. Das ist falsch. Toller Start, ganz toller Start. So. Dann wollen wir mal schauen, wie wir das Zeug haben. Ich hatte diese Axt schon mal gemacht, aber irgendwie war sie nicht mehr gemacht. Man muss bei diesem Spiel mal aufachten, dass man speichert. Das hat kein Autosave. Passt bloß auf. Ich spür's einmal mit Geld. Die Punkte brauchen wir für so viele andere Sachen. Angriff. Obwohl. Nee, es gab letztens mal eins mit Angriff hoch und Verteidigung hoch. Das mag ich auch ganz gerne. Aber wir wollen schnell fertig werden, also nehmen wir Angriff hoch. Eigentlich hatte ich heute noch 4 Drachen geplant, aber da wir die jetzt in 2 Doppelquesten haben, ich weiß nicht, wie lange das dauert, werden wir sehen. Ich glaube, eine der Questen... Ich muss nicht runter. Ich kann die oben annehmen. Eine der Questen ist halt ein bisschen anders. Weil man nur eine halbe Stunde hat, das sollte trotzdem machbar sein. Genau, Untersuchung. Es gibt schon so viele andere Questen, die ich eigentlich machen müsste, könnte, dürfte, sollte. Da, die Quest. So, die beiden Drachen haben eins gemeinsam. Sie haben Feuerschwäche, der eine mehr, der andere weniger. Das Problem dabei ist jetzt nur, ich habe keine Feuerwaffe. Also, ich habe mich erstmal auf Langschwert und Morphax spezialisiert. Das kommt später noch eine Knieklinge und noch eine Fängerwaffe dazu. Ich weiß aber nicht, was für eine. Und das Problem jetzt ist allerdings, ich habe noch keine Feuerwaffe. Und ich konnte mir so schnell auch keine einfach herstellen. Weil mir von Rathalos noch ein paar Sachen fehlen. Also der Coverdrache von Monster Hunter schon seit Beginn an. Rathalos. Gut, das haben wir alles vorbereitet. Wir haben gekocht, wir haben das. Ich habe wahrscheinlich da auch ungefähr. Ja, darin wird das auch nochmal für neu. Wir müssen heute zwar nicht fangen, ich habe die einfach trotzdem mal dabei, weil ich weiß ja nicht. Sonst nehme ich ja keine extra Falle mit, habe nur eine Chance. Dann kannst du wieder mit Gyros enden. Leider nicht als Gyros, sondern wie bei Gyros. Dann gehen wir einfach mal los. Genau. Der eine Drache hat eigentlich eher mehr Donnerschaden als Feuerschaden. Aber ich hatte mir überlegt gehabt, aber der andere resistiert Donner. Das heißt, ich hatte überlegt gehabt, Feuer wird bei beiden passen. Ich habe kein Feuer. Das ist das einzige Element, was ich überhaupt nicht habe. Ich sehe Explosion jetzt nicht als Element an, weil das nur extra Schaden macht. Die Elemente in Monster Hunter sind Donner, Wasser, Eis, Feuer, Drache. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Hast du schon was gefunden? Ich habe mich für die Giftwaffe entschieden, weil mit der habe ich damals eh fast alles gemacht. Ist eine Forschungsstufe schon so weit, dass ich schon was von Anfang an finde? Das ist ja richtig cool. Das ist das erste Mal für mich, dass ich solo, dass ich eine hoch genug Forschungsstufe hatte, dass ich jetzt einfach folgen muss. Jetzt komm, jetzt führt er mich irgendwie irgendwo hin, wo es mir was nicht weiterbringt. Na, rutschen klappt ja nicht so gut. Und tatsächlich, der Barroth, der schwere zu finden, der von beiden. Das gefällt mir. Und bei dem man am Kopf leider abprallt, und deswegen geht man eher auf den Punkt, wo er wirklich am effektivsten ist. Und das ist der Arm. Okay, läuft erstmal als allererstes weg. Und diese Käfer musste man früher mal Paintballs benutzen, also oh. Punkte. Und diese Paintballs machen halt, dass man das Monster weiter auf der Karte sehen kann. Und er fliegt genauso wie der andere damals hier hin. Ich kannte das eher vom Barroth. Die Morphax ist eine andere Art von Waffe. Sie kann umswitchen. Sie ist eigentlich eine Axt, kann aber in die stärkere Form, ins Schwert switchen. Deswegen ist es die Morphax. Aber ihr seht oben eine andere Leiste. Und zwar eine Leiste, die mir sagt, wie lange ich schon noch das Schwert benutzen kann. Schon vergiftet, nice. Jeder Schwung macht, dass die Leiste weniger wird. Und wenn man wartet oder mit einer anderen Form zuschlägt, wird die wieder mehr, die Leiste. Jetzt bin ich in Axtform. Es kann sein, dass ich ziemlich viel Schaden mache, weil ich halt blaue Schärfe auch noch habe. Und der hätte eigentlich schon ein bisschen früher kommen müssen von der Schwierigkeitsgrad her, aber ich fand, er passte nicht in die große Monster-Kollektion von letztem Mal. Also es kann sein, dass er schon ziemlich angeditscht ist gerade. Ja, er humpelt schon, dachte ich mir.
Oh, er hat sehr viel fallen lassen. Ist einem was Gutes bei? Nö. Sieht man meistens schon an den Sachen, die da so liegen. Wenn da was Weißes bei liegt, ist es meistens was ganz Gutes. Also Dropmaterial oder ähnliches. Das ging jetzt viel zu schnell. Also die blaue Schärfe hat echt, haut richtig rein. Freue mich auch, dass die meine erste blaue Schärfewaffe eine Morphax ist. Weil ich eigentlich viel mehr mit Morphax als mit Langschwert in diesem Spiel bis jetzt gemacht habe. Ich weiß nicht, aber wenn ich ein Gruppenspiel spiele, ich immer mit Langschwert, weil ich damit besser ausweichen kann. Ist halt eine sehr relativ schwere Waffe. So. Aber sollte zeittechnisch hier bei dieser Quest nicht so wirklich viel ausmachen. Wir könnten ja auch fangen jetzt, aber warum? Machen wir nochmal einen Superfinisher. Oder nicht, weil wir weggehauen werden. Also er kann sehr viel gefährlicher werden, dieser Drache, wenn man jetzt nicht so ein Glück hat und... Ach, ich bin im Matsch gefangen. Das ist eine andere Sache für ihn. Er hat Matsch um sich rum. Dieser Matsch ist wirklich anfällig gegen Feuer. In Wirklichkeit ist er aber gegen was anderes anfällig. Und diesen Matsch, der er überhin wirft, der macht einen halt... Macht das einen aus... Wenn man davon angetroffen wird, kann man auch an der Ausdauerschwund-Fähigkeit... Ups, ein bisschen daneben gesprungen. Leiden, dann... Dann sinkt die Ausdauer sehr viel schneller. Ich gehe mal wieder in den starken Modus. Mach mal den starken Angriff, den ich mal zeigen wollte. Und... Ach, schrei doch nicht. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Und die Explosion am Ende soll ihn eigentlich finishen. Jetzt hat ihn das Stechen schon gefinisht. Es gibt Drachen, die können tot spielen. Und da weiß man, kann man nicht sicher sagen, ob sie tot sind oder nicht. Aber man sieht jetzt neuerdings immer so eine Animation, wenn einer stirbt. Also, dass das an den Drachen gezoomt wird. Deswegen ist das Totschlag eigentlich ein bisschen unnötig. Der Kukulak, der Tsitsi und der Kuku, die wir schon in der letzten Folge hatten, machen sowas manchmal, totstellen. Allerdings am allerersten Mal, als sie es gemacht haben, hat er sich in der Giftlache totgestellt. Und hat der Tickschaden bekommen, so, du kriegst noch Schaden, du kannst nicht tot sein. Denk doch mal nach. Und er ist einfach liegen geblieben. Ich hätte warten können, bis er stirbt. Aber ich habe einfach mal dann weiter wieder drauf geprüft und dachte mir so, nein. Aus Prinzip her, nein. So, da hinten haben wir unseren nächsten Freund. Den Juratodus, dessen Namen niemand aussprechen kann. Verwandt mit Lord Voldemort. Nein, Spaß. Dann setzen wir jetzt mal den super Angriff ein. Bam, voll ins Gesicht. Ist von der Morphax hier aus meiner Sicht die stärkste Waffe. Obwohl man eigentlich mehr Schaden kriegt, wenn man einfach drauf prügelt. So, das sind übrigens die beiden Schlammdrachen, deswegen ich sie auch eigentlich zusammen machen wollte. Deswegen habe ich den Barrows ein bisschen zurückgestellt. Nehme mal einen Trank. Hab wahrscheinlich eine Erste-Hilfe-Arznei, aber warum? Meine Tränke sind jetzt nicht das teuerste. Und ich bin aufgestiegen. Ah, mir ist dann abgeworfen. Ist ganz cool, wenn man dieses Zustechen macht, kann man manchmal auch aufsteigen. Das ist ganz praktisch. Okay, das war daneben. Und etwas Weißes fallen, das müssen wir gleich mal angucken. Das kann ja wieder Loot sein. Loot ist immer gut. Er ist auch vergiftet. Ich habe mir extra überlegt gehabt, okay, habe ich zwei Drachen, die relativ giftimmun sind? Ich habe das Gefühl, dass meine Kamera ein bisschen nah rangezoomt ist. Und dieser Drache ist halt nicht so gefährlich, weil er sich halt wenig bewegt, aus meiner Sicht. Aber wenn er untertaucht, muss man ein bisschen aufpassen und gucken, wie man sich verhält. In der Fight-Tier-Mission macht er sehr viel mehr Moves noch drauf, die ein bisschen gefährlicher sind. Oh, bei dem muss man draufschlagen. Aber dann wird er rausgeworfen nach ein paar Schlägen, das ist ganz praktisch. Und da wir Gift haben. Okay, meine Leiste ist hier. Und da wir Gift haben. Okay, da ist er wahrscheinlich ganz vergiftet, oder? Nein, nicht ganz. Da kann man sich so schön einfach bei ihm stehen bleiben. Macht immer so Spaß. Ups, ich habe mein Schwert ein bisschen aufgefüllt, damit ich wieder die stärkere Form nehmen kann. Ah, okay. Ich wechsle die Form nicht. Perfekt. So, gucken wir mal, ob wir treffen. Das hat ihn getroffen. Sehr schön. Das sollte jetzt nicht mehr überleben. Also bis zu dem nächsten paar Sekunden sterben. Wenn sie verwirrt sind, hauen sie halt nicht ab. Weil sie nicht wissen, dass sie vielleicht fast tot sind und nicht wissen, wie sie langlaufen sollen. Das habe ich total ein bisschen realisiert. Wir haben nochmal eine Schuppe von ihm bekommen als Druckmaterial. Sehr schön.
lief ja viel zu fix ab, die erste Quest. Na gut, die Waffe ist auch ein bisschen stärker als die Eiswaffe jetzt. Muss man ja sagen. Das nächste Duo habe ich auch schon rausgesucht. Da werden wir mal kurz überlegen. Die haben beide Wasserschwäche, das heißt, ich kann wieder eine Morphaxe nehmen, weil ich kein Wasserlangschwert habe. Und sie ist ein bisschen schwächer als die anderen, als diese Morphaxe hier. Das heißt, es kann ein bisschen länger wahrscheinlich dauern. Ich benutze eigentlich fast niemals die Schleuder. Oh, ich sollte in die Base zurückgehen. Ich vergesse immer R3 zu drücken. Gut. Lief aber ganz interessant. Also, hätte ich mir eigentlich nicht besser wünschen können. Die Reizfilze werde ich wahrscheinlich fast niemals brauchen, aber man hat so viel Platz in der Box, im Lager jetzt neuerdings, in diesem Spiel, dass man eigentlich alles mitnehmen kann, was man möchte. Es kommt leider noch nicht der Drache, von dem meine Katze die Rüstung hat, heute dran. Ich werde auch irgendwann mal zu einer richtigen Rüstung umswitchen, die ein paar Effekte hat. Es gab diesmal halt noch nicht so viel Loot, leider. Also da unten die Bonusbelohnung war nicht so gut von der Quest, aber es waren halt beide drin, deswegen dachte ich mir, oh, nehme ich mit. Sehr schön. Blitzkäfig Stufe 5. Irgendwann sollte der Blitz fallen legen können. Sehr schön. Dann schneide ich es heute mal nicht mal raus, weil ich weiß sonst nicht, wie lang die Folge wird. Also hier sind mehrere Tipps immer, die ihr doch lesen könnt. Manches davon bringt wirklich was. Aber die wichtigen Informationen kriegt ihr eigentlich eher von kleinen Tutorials, wenn etwas neu ist. Oder einfach mal im Wiki gucken. Also man kann auch alle Schwächen und so von Drachen nachgucken. Ich persönlich gucke die Schwächen immer so nach, dass ich gucke, okay, was für Rüstung, ich schaue meine Rüstungsteile nach und die Schwäche der Rüstungsteile sind die Schwächen der Drachen. Das ist einfach aus Prinzip erstmal das, wie man am leichtesten die Schwächen rausfinden kann und eigentlich nicht nachgucken muss. Wir müssen die Fährte des Nährgiganten noch genauer untersuchen. So, und jetzt mache ich noch ein paar andere, kleinere Sachen. Ich glaube, bei Safari nicht zwischen den Folgen. Also ich nehme die Folge jetzt im Anschluss zum anderen gleich noch mit auf. Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir jetzt beide den gleichen Soundproblem, dass irgendwas zu leise ist. Da kann ich leider jetzt nichts für. Ich baue eigentlich fast nur Honig an momentan. Sollte später noch sich ändern zu Blitzkäfern und Donnerkäfern für Schockfahren und Blitzbomben und so weiter und so fort. Wird sich erst noch ändern. Und Götterkäfer. Man muss sehr viel kombinieren in diesem Spiel. Genau, ich wollte kochen. Dann gehen wir gleich zur nächsten Quest. Diesmal war das Schmieden nicht aus Versehen falsch. Dieses Mal möchte ich nämlich ein bisschen zeigen. Also es gibt halt sehr viel, worauf man achten muss. Zum Beispiel, wenn ich mal Waffen verbessern gehe, suche ich einfach mal den Morphax aus, die ich mitnehmen werde. Das ist die hier. Da kann man gucken, kann man was aufbessern? Nein, kann ich nicht. Dafür muss ich nämlich den Wasserdrachen, den wir eben getötet haben, im High-Tier besiegen. Sollte ich auch mal machen. Man hat immer noch keine blaue Schärfe, aber das ist nicht so wichtig. So, wie effizient genau die Wasserelemente natürlich ist, kann ich leider nicht sagen. Aber egal, wir nehmen die Morphax. Ich würde sie gerne ausrüsten. Können wir nicht hier. Nehmen wir das aus. Gibt es Ausrüstung ändern? So, wir nehmen die. Sehr schön. Könnte ein bisschen länger dauern, weil die Waffe halt ein bisschen schwächer ist. Dann gehen wir noch kurz kochen. Man sieht aber, das wird noch später stärker werden. Das ist also jetzt nur ein bisschen schnell, weil die Waffe gerade war zum Beispiel schon, konnte man Low-Tier-Rank noch nicht bekommen, deswegen ging das ziemlich fix. Jetzt haben wir wieder eine Low-Tier-Waffe, das heißt, könnte wir ein bisschen anspruchsvoller sein und Angriff hoch. Man hat eigentlich nur einen Angriff Mittelbuff zu dieser Zeit. Deswegen macht das auch noch so ein bisschen was aus. Und beide Drachen sind ein ganzes Stück zäher als eigentlich die wir gerade hatten. Questverfügbarkeit. Ah, okay. Okay, hatte ich auch noch nicht bis jetzt. Wir möchten aber... Da, die Quest habe ich gesucht. Na, wir haben 30 Minuten Zeit, oder? Nee, da will ich nicht starten. Ich möchte da starten. Weil ich weiß, wo einer von beiden startet. Und den anderen findet man automatisch eigentlich immer. Ich weiß nicht. Das sind nämlich die beiden, sind Anjanas und Tobi Kadachi. Also ich sage einfach Tobi. Und den Anjanas findet man nicht immer, wenn man nach anderen Drachen sucht. Die findet man einfach immer. Man sagt, ich suche jetzt mal die Drachen. Oh, da ist Anjanas. Den suche ich nicht. Die findet man eigentlich immer. Und der Kadachi, da weiß ich, wo er eigentlich spawnt im Early Game. Deswegen sollte das alles so stimmen. Ich könnte vielleicht nochmal, ist hier einfach eine Truhe? Ne, ja, da hinten ist eine Truhe. Bisschen Müll, was wir eben so gefunden haben, ablegen. Ja, Kraut und Pilz. Ist nichts Wichtiges.
Und dann sollte die Quest auch jede Sekunde bereit sein. Genau, perfekt. Dann sehen wir uns gleich am Ladebildschirm wieder. Bis gleich. Ich hätte jetzt gerade schon wieder, dass draußen diese komischen Geräusche waren. Die höre ich zum Glück nicht, wenn ich die Monster an der Musik höre. Was? Hier oben sind Tobi Katachi Fußspuren? Ah, sind wahrscheinlich unten, ne? Okay. Aber gut, aber ich weiß ja, wo der Katachi zum Glück ist. Da sind die Fußspuren nicht so wichtig. Genau, hier sind die Fußspuren schon. Weil er direkt hier im Wald ist. Jetzt direkt hier. Hä? Ist doch falsch. Da ist er doch. Hä? Ist er nicht? Ach, interessant. Er ist nicht hier. Weil der Cooper hier spawnt, ist er nicht hier. Interessant. Aber den Pucki brauchen wir gerade nicht. Seht ihr, habe ich auch mal was dazugelernt. Eigentlich ist es immer so, dass der... Huch, ich wollte die Fußspuren mitnehmen, dass der Katachi da immer spawnt. Dann sollte er aber trotzdem relativ... Hm? Muss ich hoch? Nee. Da lang. Aber durch Fußspuren aufsammeln kann man auch ganz viele neue Questen freischalten. Ah, ich muss hoch, oder? Ja. Bin gespannt, wie weit wir noch gehen müssen. Immer noch hoch. Da kann die Käfer eigentlich meistens vertrauen. Außer sie führen euch wieder zum Anfang. Huch. Soll ich hier lang? Es ist irgendwie... Okay, es geht da lang weiter. Efeu ist auch ganz praktisch, kann man einen Fall mitmachen. Ich würde gerne den Katachi finden, wenn es okay ist. Ich glaube nicht, dass er hier oben in den Gipfeln rumspringt. Das glaube ich euch nicht. So, wo ist er denn? Da ist er. Wo bin ich? Ich bin da. Er ist relativ nah. Komm schon. Wir wollen ihn finden. Der Tobi Katachi ist einer der wenigen Eisdrachen. Einer der wenigen Blitzdrachen in diesem Spiel. Soweit ich weiß, gibt es nur zwei. Den zweiten habe ich noch nicht gefunden. Also ich kenne ihn aber schon aus dem vorherigen Spiel. Ist ein Drachenältester sogar. Der Anjanas. Oh, das ist. Siehst du, der Anjanas findet man immer, wenn man was anderes sucht. Hätte er gesagt. Der wird kein Problem sein. Dann haben wir gleich einen Revierkampf hier. Revierkämpfe sind ganz gut, dann kämpfen sie gegeneinander. Wird er fertig? Da wir beide töten müssen, passt es eigentlich ganz gut gerade. Oh man, die kämpfen echt schön gegeneinander. 116 Schaden, das ist nicht das Beste. Dann haben wir mal drauf. Oder er schreit. Okay, der Indianer haut ab. Er hat doch gar keinen Schaden bekommen. Du humpelst gerade nicht schon, oder? Ist nicht dein Ernst gerade? Das glaube ich dir nicht. Du täuschst das bestimmt nur an. Das kann nicht sein, dass du schon humpelst. Ich hab kaum was gemacht. Ich weiß gerade nicht, ob man von dem Tobi den Schwanz erfacken kann. Eigentlich kann man so fluffige Schwänze nicht erfacken, aber ich das weiß ich nicht gerade. Safe. Und der nächste Revierkampf. Okay, es nervt ein bisschen, wenn man nur einfokussen kann. Der Janus hat auf jeden Fall noch mehr Leben als der Tobi. Aber Tobi hat ja schon eine relativ hohe Mobilität, also... Ach Mann! Ich pack das Schwert. Ist mal weg. Ah, wie soll man denn hier in Ruhe die Viecher hauen? Soll ich zugucken, welches das besser? Oh, ein Schockfall geklickt. Nice. Nice. Das ist natürlich. Das ist vielleicht nicht eine neue Stufe 5 erreicht hat. Boah, ich komme gleich dazu, sie auszurüsten, die Falle. Es kann sein, dass die Drachen weniger Leben haben, dadurch, dass ich durch zwei gleichzeitig kämpfe. Das habe ich nicht beachtet dabei. Wäre natürlich ziemlich nice. Dann kann es wirklich stimmen, dass der Tobi schon humpelt. Und ich will erstmal einfinischen, bevor ich den Vorder jetzt sich wieder hochhalte mit Schlafen. Hm, ich oben mit Schärfe ich mal schnell.
Da oben ist er, ich sehe ihn noch. Wenn man im Kampf ist, befindet, sind übrigens keine Glühkäfer da. Deswegen ist es ganz gut, dass ich weiß ungefähr, wo er immer hingeht. Tomikadachi war eigentlich die erste Rüstung, die ich mir machen wollte. Aber das wurde dann auch nicht wirklich was draus, dass ich dann gleich übersprungen habe und gleich zu einer anderen Rüstung übergegangen bin. Ach nö, kannst du dich mal aufhören einzumischen? Bam! Das war ein schöner Treffer, beide. Oh, das ist gerade ein schöner, gerade ein schönes Raufhau hier gerade. Hat jemand getroffen? Beide. Oh, wie viel Glück ich gerade habe. Der Finish schon mal. Ah, er ist schon tot. Dann gehen wir auf den zweiten weiter. Switchen wir um. Hauen weiter drauf. Solange er noch verwirrt ist. Die Blitzbombe war halt richtig gut. Und das war nicht einmal von uns zwei, die einfach rumlag. Okay, wenn er gerade wegläuft, dann schützen wir mal in Ruhe auf, weil ich glaube nicht, dass wir hierher zurückkommen, bis er tot ist. Ey! Oh, ich hab's doch geschafft. Was ist das denn für Manieren? Ich schütze nur deine Beute auf. Ah, ich hab noch gelbe Schärfe, das sollte ich vielleicht mal gleich ändern. Die Morphax hat echt Style, muss man sagen. Ja, ich fall ab, das macht keinen Spaß. Problem ist, abprallen macht nicht weniger Schaden. Aber abprallen macht, dass du halt längere Schlagzeiten zwischen deinen Schlägen hast. Und ich bin verbrannt. Durch deinen Mundgeruch oder wodurch. Jetzt krieg ich kontinuierlichen Schaden. Das ist so ähnlich wie Gift. Sollte aber nicht so lange wie Gift anhalten. Ah, ich bin aufgesprungen. Boom. Ah, Schockfall. Was ist hier los? Ich werde meine Ruhe wetzen. Das ist mir gerade wichtiger. Der Gesundheitsbooster. Oh, das könnte. Eben heiß. Genau den Kopf getroffen, sodass er umgefallen ist. Oh, das ist viel Schaden. Das war gerade echt Glück, dass ich den so gut getroffen habe, dass er gerade an mir vorbei weiß und einfach weiter kreisdrücken kann. Beim Inner-Combo-Switchen spart mir Zeit übrigens. Und der Schwanz, wenn ich gerade nicht trifft, ist auch super toll. Ah, schade, nice ist leer. Hau ich so rauf. Ich glaube, er wird sehr wahrscheinlich humpeln. Weil er hat aber mehr Leben als der Tobi, deswegen. Ach, Tobi hat sich schon aufgelöst. Deswegen wollte ich ihn aufstützen eigentlich. Da ist noch was Gutes. Weiwandtrainer, okay. Dann verfolgen wir unseren Freund mal ein bisschen. Ist fast tot, also ich mache noch kurz mal ein bisschen besser. Kann sein, dass ich mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser werde, weil ich mich ein bisschen zum Bildschirm hindrehe, wenn ich so gefesselt bin vom Spielen. Die Frage ist, wo ist er? Wahrscheinlich da oben. Also klettern wir mal kurz hoch. Ah, da ist er doch. Perfekt gefunden. Machen wir mal ein bisschen spaßig. Das war nicht ganz getroffen. Aber doch, geschafft. Viele sollten nicht mehr überleben. Komm schon. Pardon. Komm! Oh Mann, jetzt haut er richtig rein. Nehmen wir gleich Potion noch. Das geht andere Runde in den Weg. Wir haben den Schwanz von Anjanas nicht versucht abzuhacken. Sollte okay sein. Oh, ich bin verwirrt. Das ist gar nicht gut.
Schnell. Linken Stick muss man übrigens noch ganz schnell bewegen. Ist am Ende nochmal ausgerastet, sie war dann Feuer am Mund. Komm schon, dreh dich um. So, und der war geblitzbombt. Das sollte es gewesen sein. Bam! Ha, die Quest hat Spaß gemacht. War sogar ein bisschen Druck dazwischen. Weil, ja. Ich es nicht geschafft habe, den Tobi aufzuschlitzen und. Aber das war ziemlich nice, eigentlich mit denen, wie sie gegeneinander gekämpft haben, wie ich die Leiter getroffen habe. Ja, also viel besser hätte es für mich eigentlich ganz laufen können. Anjanas Platte, oh, nice. Seltener Loot. Freut mich, kann man normalerweise eher aus den Schwänzen, Platten und ähnliches. Freut mich, noch nie gehabt. Und im Hightier gibt es halt noch seltenere Sachen, da gibt es statt Platten dann, weiß nicht nochmal, ich glaube, Juwelen? Ich glaube, Juwelen ist das nächst seltene. Bei Rettern gibt es anstatt, glaube ich, Platten, gibt es da auch Stacheln, die es hauptsächlich aus dem Schwanz gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das gibt noch viel zu erkunden später im Endgame. Ich bin auch ein bisschen raus, weil das ja schon mehrere Jahre her ist, da es ich da richtig aktiv war. Und durch die Arbeit komme ich nicht ganz so oft zum Spielen, dass die anderen leider immer weiter sind als ich. Immer weiter kommen. Okay. Strombeutel. Und Anjanas Schweif auch nochmal bekommen, bevor wir ihn abgeschlagen haben. Gut. Sehr schön. Und wir haben jetzt ja schon eine Katze, die Schockfallen legen kann. Das freut mich sehr. So, damit habe ich mich für eine Quest entschieden. Und zwar gehen wir auf die Jagd zum Sora, also einen der Drachenältesten. Sora Magdarus, glaube ich, im vollen Namen. Ist vom Schwierigkeitsgrad her jetzt relativ hoch. Bisschen Angst. Also ich habe jetzt eine Logi-Armor, das ist nicht gut bei dem, muss ich ehrlich sagen. Und es ist ja schon High-Tier, aber es war halt eine von diesen Zwischendurch-Questen, die ihr gesehen hattet. Deswegen muss ich kurz überlegen, was ich da mache. Schauen wir mal. Wenn wir uns eine Rüstung vor dem machen würden, was hat er für Schwächen? Er hat... Was ist er denn? Ist er nur hier? Da, Sora. Gut, er hat Schwäche. Wasser hat er sehr hoch, Drache hat er sehr hoch. Dann nehme ich mal das Wasserschwert, was ich eben auch schon hatte, wieder mit. Im Prinzip her müsste ich es hinbekommen. Die einzige Sache ist, wie viel Schaden macht er mir? Also es gibt bei ihm verschiedene Phasen. Es ist ein Drachenältester, die sind immer ein bisschen anders zu bekämpfen als normale Drachen. Da werden wir wahrscheinlich wenig Action gegen den Drachen selber haben. Ich bin gespannt. Also ich habe die Quest schon, eine Story verlaufen, muss man die Quest zweimal machen und man muss sie, habe ich noch einmal als Event-Quest gemacht gehabt, aber jetzt ist das allererste Mal, dass ich so Jäger Rang 11 die habe. Oh. Anspruchsvoller auf jeden Fall. Ich hoffe, wenn er mich in der ersten Phase nicht one-shotten kann, sollte es eigentlich gehen. Aber es kann sein, dass ich hier zwischendurch nochmal sterbe. Okay, ich Rücken seid. Zerstöre die Kerne, um ihn zu schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten. Mach mal einen Inventar. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Okay, du mit Schießpulver? Das wusste ich noch nicht. Er hört ihn schon. Diese Erdbeben sind er. Der Erfolg des ganzen Einsatzes hängt davon ab. Und da hinten ist er. Man sieht ihn noch nicht so ganz. Von hier kann man auf den Drachen aufspringen. So, wir sind auf dem Drachen drauf. Ja. Das ist echt mit... Warte mal. Ah, ich habe keine Steine, ne? Toll, 3 Schaden. Warte kurz, bis ein... Moment. So, wenn dieses Elementarfeuer mich nicht umbringt... Dann habe ich gute Chancen. Und ich muss mindestens 2 Kerne kaputt machen.
Spiel ein bisschen passiver gerade. Weil ich Angst habe, dass mich dieses Feuer one-shottet. Weil ich eine Loti-Arme an habe. Hat geschrien. Ich geh mal ein bisschen weg. Das war knapp. Huch, ich will, bin näher ran. Was ist los? Okay, dann muss ich bis normal raufhauen. Oh, das sollte mich treffen. Das one-shottet mich nicht. Okay, gut. Was machst du hier? Ich habe keine Tränke mitgenommen, aber es sollte auch so gehen. Ich kenne diesen Drachen jetzt ja schon ein bisschen. Das war übrigens die einzige Quest, die wir vor der letzten bekommen hatten, weil ich ein bisschen überrascht war. Oh oh, rollen. Wie weit geht der Schuss? Ah, das Gegner. Ich muss sagen, normalerweise haue ich einfach nur drauf und weiche diesen Angriff nicht aus. Erst das weg. Jetzt müsste irgendwo Loot rumliegen. Da. Ich nehme das Loot von dem immer ganz gerne mit. Der Magmafluss verändert sich. Ich weiß zum Glück, wo wir jetzt nichts hin müssen, aber ich nehme auch ein bisschen Abbauen mit. Man kommt hier so selten hin, auf diesen Drachen. Aber hier gibt es normale Sachen leider, okay. Schade, ich hätte gehofft, dass es hier was ein High-Tier-Quest ist, dass es auch High-Tier-Loot gibt. Und da habe ich mich getäuscht. Aber es stand, glaube ich, gegangen 11. Na gut, 11 ist... Ah, ist 11 schon High-Tier? Ich bin ganz sicher. Auf jeden Fall der höchste, den ich bis jetzt bekämpft habe. Es wird übrigens ein bestimmter Drache nachher noch kommen, den wir denn getrost ignorieren werden, weil es nichts bringt, den zu bekämpfen. Mir fällt gerade auf, dass ich... Doch, die Waffenschaft muss einmal abnehmen, damit wir den fertig kriegen. Dann wissen wir ungefähr, wie lange wir draufhauen müssen. So, wir müssen hier hoch zum zweiten Kern. Was sind das für Stöße? Ich glaube, der Sora macht daraus. Das ist nicht gut. Macht weiter, bis er nachgibt. Wir können nicht zulassen, dass er seine Energie freisetzt. Oh oh. Der erste müsste mich nicht treffen, oder? Der erste Angriff? Doch. Aber ich brenne nicht. Hat jemand gesehen, was mich getroffen hat? Ich habe nicht gesehen, was mich getroffen hat. Ausgezeichnet. Jetzt wird es Zeit, ihn zu zähmen. Jäger bleibt auf euren Positionen. Okay. Das hat mich nicht, hab ich nicht ganz verstanden, was passiert ist. Bereit zum Einsatz, alter Mann. Nehmen wir nochmal. Ah, ich kann nicht wieder kochen. Gut, dann müssen wir so das schaffen. Jetzt sieht man ihn schon ein bisschen näher. Ja, ja, er ist schon ein bisschen näher jetzt. Weil der andere Drache noch nicht da ist, kann ich schon safe sagen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Also müssen halt wir diesen Stein den zweiten auch noch zerstören, dann haben wir ganz gute Chancen aus meiner Sicht. Obwohl ich nicht weiß, wie viel das ausmacht. Ich habe diesen Drachen jetzt noch nicht so oft bekämpft. Weiter geht's. Ach ja, bei diesen Abbaustationen, die wachsen übrigens in der Zeit wieder nach. Das heißt, wahrscheinlich können wir die nachher, wenn wir hier den zweiten Kern fertig haben, nochmal einsammeln. In Ordnung. Bin da bereit. Jetzt, Feuer! Ah, okay. Warten wir doch kurz. Das Ziel wurde gewendet. Der Sora Magdaros bewegt sich nicht mehr. Ich kann da nicht sagen, was mich umgebracht hat. Ah. Genau. Das ist übrigens in der High-Tier jetzt mein nächstes Ziel, Informationen über den zu sammeln. Ich ignoriere ihn aber gerade erstmal absichtlich. Oh oh, das fand ich gut. Oh, super Glück. Wenn ich mich ein bisschen an Schärfe orientiere, müsste er ungefähr halb down sein jetzt, der Stein. Also ich schärfe einmal durch, damit wir durchgängig draufhauen können. Und weil ich einfach Zeit ignorieren möchte, bis der andere Typ kommt. Es gibt Fertigkeiten, die einen die Schärfzeit reduzieren. Oder es gibt Fertigkeiten, die machen, dass du mehr Schaden anrichtest oder schneller seine Sachen isst. Der Sora hat sich befreit. Ah, ist nicht gut, dass er sich befreit hat. Das ist schon in Ordnung. Jäger, konzentriert euch. Ihr müsst den Nergigante davonjagen.
Der Sora mag daraus ändert seine Position. Nein, nicht aufstehen. Dann geht das hier zu. Nein, es geht zu. Einsam mit. Schnell, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Oh, das schaffen wir nicht. Geht's dir gut? So, er steht auf. Der Sora mag daraus fängt an, sich aufzubauen. Mhm. Die Sache ist die, das müssen wir eigentlich gar nicht machen, weil die beschießen um mit Feuerkugeln. Ich gehe jetzt da hoch, weil ich jetzt nichts anderes Besseres machen kann, aber ja, das Problem ist halt, dass er eh von einer abhaut und darum Feuerkugeln sind, die uns umbringen, dass wir ihn gar nicht richtig bekämpfen können. Das ist das Problem. Davon abgesehen, dass es ein starker Drache ist. Aber wir gehen einfach jetzt mal nach oben. Dann seht ihr ihn nochmal von nahen vielleicht, den Gigante. Okay, oder auch nicht. Gut. Ein Problem, um das wir uns nicht mehr kümmern müssen. Seht ihr diese Feuerbälle da oben? Die werden uns die ganze Zeit ins Gesicht geflogen werden, jetzt die ganze Zeit, wenn wir jetzt einfach nach oben gegangen wären. Oh, oh, da gibt es eine Feuerstation. Der rote. Oh, ja. Schön, haben ein paar Sachen bekommen. Aber eigentlich müssten wir jetzt wegteleportiert werden von dir, weil wir dich ja viel machen können. Also gut, fangt ihn an der Barriere auf. Vielleicht kommt ein Hinweis. Jäger, zerstört die Magmakerne. Wir müssen das Ziel weiter schwächen. Zweiter Magmakern zerstört. Das wissen wir doch schon. Die Frage ist, wo ist der dritte? Ich habe nie den dritten gefunden. Also den hinten können wir noch kaputt machen, da brauchen wir noch ein paar Schläge. Weiß nicht, ob der noch viel ausmacht. So. Dann würde ich auch irgendwas ausmachen, aber. Ja. Das ist ja keiner von den großen Kernen, das ist halt. Ja. Und das wäre dann beim Kampf gegen die ganze Zeit passiert, gegen dieses Monster passiert. Ha. So. Und dann. So, das kann man auch nicht hauen, soweit ich weiß. Nö, also ich finde sonst keinen weiteren Kern mehr. Oder können wir so Schaden machen? Nö. Können wir vielleicht zurückfliegen? Ich würde gerne zurückteleportiert werden. Nach einer Zeit wird man automatisch zurückteleportiert. Wir können nochmal hochklettern vielleicht. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes da oben noch. Vielleicht den Wissen, den dritten Map-Marker, den ich noch niemals gefunden habe. Achtung, Fate-Team! Das letzte Gefecht beginnt. Ha? Los. Alles ist verloren, wenn der Sora die Barriere durchbricht. Aha, das ist also der dritte Kern. Okay, gut zu wissen. Das habe ich nochmal gefunden gehabt. So. Und jetzt beginnt das letzte Gefecht. Und. Halte nicht zurück! Ah, das trifft noch nicht. Wir müssen jetzt hier zwischen von Knuddel zu Knuddel hinterherlaufen und ihn beschießen. Diese Katze hilft uns ganz gut, weil sie auch Kanonen voll räumt und alle anderen auch. Also es räumen alle Kanonen voll. Es ist aber keiner von den Typen hier fähig, die Kanonen abzufeuern. Das heißt, es wird an mir hängen, die Kanone abzufeuern immer. Und irgendwo ist meine Katze gerade auch zu Gange und füllt eine Kanone. Wo auch immer. Schießen wir mal drauf. Genau, die machen 180 Schaden. Dann können wir noch binden. Oh, hier ist eine Kanone voll. Treffe ich damit schon? Nee, leider nicht. Schade. Das war Munitionsverschwendung. Die Munitionen hier sind nicht voll, also sind nicht maximal. Ich binde ihn mal. Was praktisch ist, bewegt er sich kurzzeitig nicht mehr. Schießen wir mal die Kanonenkugeln ab. Das heißt, das Symbol heißt immer, die Kanone ist voll, kann abgefeuert werden. Schöner Treffer. Kann man auch mal ein paar Liste abfeuern, macht zwar weniger Schaden, aber da muss man wenigstens sich auf vorne auf seine. Also sagen wir es so: Vorne ist halt, macht er 15 Schaden, auf dem Panzer machen weniger Schaden. Deswegen. Das ist eine Quest, die man echt zu viel machen kann, weil jeder kann eine andere Station besitzen und draufschießen.
hat die Quest bis jetzt aber immer nur alleine gemacht. Danke, Katze. Erstes Mal zurückgeschreckt. Ungefähr 10 Mal oder so muss man das machen. Schätzungsweise vielleicht ein bisschen öfter vielleicht. Schießen wir ein bisschen drauf. Macht natürlich weniger Schaden als Kanonenkugeln, aber solange ich Ballistmunition habe, nutze ich die eigentlich ganz gerne. Treffen wir von hier? Ah, sollte den Kopf eigentlich treffen. Ja, ziemlich genau sogar den Kopf. Er taumelt, das sagen sie aber den ganzen Kampf über, also das heißt nichts. Die Katze macht aber die zweite Kanone hier voll. Und dann läuft man hier hinterher und feuert die Kanonen ab, weil Leute das nicht hinbekommen. Ach, man kann die Kanone... Das ist gut zu wissen, das wusste ich noch nicht. Dass man die Kanonen so ein bisschen bewegen kann, das macht es sehr viel einfacher nochmal. Man verloren halt, sobald die Kanone, die Barriere, komplett der Balkenbarriere da rechts, oben rechts. Leer ist momentan, ist sie noch ganz voll. Haben wir sie ein bisschen an der Zeit orientiert. Also die Zeitbeschränkung hier sagt nichts aus. Oh ne, feuern! Bevor sie die Barriere angreift. Nein! Er darf die Barriere nicht angreifen. Feuern! Ah. Haben es nicht geschafft. Okay, dann kann ich jetzt noch warten. So, Feuer. Ab einem bestimmten Zeitpunkt können wir unsere Geheimwaffe einsetzen. Auf die warte ich gerade noch. Wir kriegen übrigens auch mal ein bisschen Schaden, wenn er die Barriere angreift. Wir haben ein bisschen Schaden bekommen. Je nachdem, wie er uns trifft und mit Wasser uns trifft, da hat er verschiedene Angriffe. So. Schreckt er zurück? Nein. Er taumelt. Immer noch nicht Zeit für den Drachenspeer. Schade. Unsere Geheimwaffe macht auch sehr, sehr viel Schaden. Das weiß ich. Das zweite Mal, dass die Barriere angegriffen wird. Ah, Drachensperrzeit. Okay, gut zu wissen. Wir kommen hier eh nachher nach oben, also mache ich schon mal, bevor ich diese eine Kugel noch ab. Gut, mit dem Drachensperr darf ich nicht missen, sonst ist es ein Problem. Aber der macht 4 Schaden, wie ihr gleich seht. Auf diesen einmal, wo ich da gewonshottet wurde von irgendwas, lief ganz gut. Ja. Treffen wir gerade überhaupt? Ja, okay. Schnell. 2400 Schaden. Ah, das tut immer gut. Dann nehmen wir ein bisschen Munition mit. Und gehen wir nach oben. Hier kann man bis wir nach oben gehen. Das wird im Tutorial nicht gesagt. Da stand ich hier erst 5 Minuten und dachte so, was mache ich denn jetzt von hier? Die beste Kanone hier unten treffen nämlich nicht, aber man kann sie ja neu justieren. Also eigentlich könnte man von unten auch weiter kämpfen. Aber ich gehe lieber nach oben. Da sieht man eher sein bombastisches Anglitz. Und außerdem die Kanone auch gerade wieder voll wahrscheinlich. Hätte er unten vielleicht auch einsetzen können, wenn die jetzt eher alle voll sind unten, aber wird schon irgendwie so ausreichen. Nice, wieder zurückgeschreckt. Danke. Ich glaube, er mag mich nicht. Drachenältester, das ist ganz normal, dass andere Drachen sich vielleicht eher mit dem zusammenschließen, statt gegen uns zusammenzuschließen. Aber dass ich so frontal angesprungen worden bin von so etwas, habe ich auch nie gehabt. Oh, nice, die Katze hat auch mal ihn zum Zurückschrecken gebracht. Storybedingt, was wir hier machen, da hinten ist ein Ausgang zum Meer, wie ihr gerade hinten gerade seht. Oh, was? Feuerwelle. Da hinten ist auch noch zum Meer und wir sollen eigentlich abschrecken, dass er nicht hier lang geht, weitergeht oder in Richtung Meer abdrängt. Das war das Story, was passiert. Okay, die Katze auch noch Kugeln. Wenn man zur zweiten einer Station ist und die Kugeln sammelt, dann ist sie relativ schnell leer. Vieles aus diesen Sachen hier wird im Storyverlauf gar nicht erwähnt. Also man muss hier vieles bei dieser Quest selber rausfinden. Magst du gehen?
zerstörst. Danke. Danke, Katze, ich schieß einmal drauf. Ich sag immer nur Katze. Weiß nicht. Ich hab sie nur A genannt, weil sie schwarz ist. Das klingt falsch. Weil sie die Farbe schwarz hat. Habe ich dafür entschieden. In der Demo habe ich es ja Schinken genannt, aber irgendwie wollte ich einen ordentlichen Namen hier geben. Weil ich schon ewig wieder kämpfen muss, will ich nicht, dass ich einen doofen Namen habe. Dabei wird er Feuer spucken. Oder wollte. Läuft ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ah, knapp nicht geschafft. Wieso? Die Barriere hat noch richtig viel Aushaltekraft. Ach, wir haben ja auch noch 20. Oh, nice. Schön. Mitten ins Face mal auch noch ein bisschen. Oh, wir können. So, spiken wir dich ein bisschen. Auch schön. Einfach den Kopf in den Boden gebindet. Oh, ich wollte eigentlich schieben. Feuer! Gut. Ich denke mal, dass es ihm nicht mehr gut geht, ehrlich gesagt. Ja, wie ihr seht, das Taumeln sagen sie sehr häufig. Die Knoten hier benutzen hinten benutzt keiner. Was, sieht man schon mal, dass die Quest erst. Wie viel wollen noch von euch kommen? Sieht man schon, dass sie mich irgendwie nicht mögen. Wahrscheinlich deswegen die Knoten auch nicht besetzt. Nein, er darf nicht angreifen. Er muss wieder zurückschrecken. Sehr schön. Hat geklappt. Jetzt stellst du an der Kanone laufen, weiterschießen. Das ist ein sehr eintöniger Kampf, so gesehen, aber ich finde es eigentlich ganz cool gemacht. Ich bin ganz zufrieden mit der geworden ist, der Kampf. Viel Damage der Barriere macht er auch nicht wirklich. Okay, die Katze ist nicht mehr hier. Warum hast du die Kanone nicht voll? Schießt wahrscheinlich eher mit der Balliste gerade. Deswegen. Das war wenig Schaden. Aber Kanone ist kaputt. Aber wenn die Kanone irgendwie nerven, dann macht er das gerne mal, dass der Kanone kaputt macht. Oh, und da haben wir es geschafft. Schön. In der zweiten Folge gleich ein Drachen alles niedergemacht. Ne, mein Jägergang auch nicht erhöht. Hm, interessant. Wahrscheinlich brauche ich Questen für höheren Jägergang, um das wirklich zu machen. Gut, gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann würde ich einfach mal sagen, das reicht für heute auch erstmal. Wir hatten jetzt wieder schön zwar schwere Quests mit doppelten Drachen und einen Drachenältesten. Das ist ja ganz gut für eine zweite Folge. Und ich denke mal, das reicht auch einfach für die erste Season. Mal ein bisschen schneiden, ein bisschen alles vorbereiten und dann die erste Folge nicht mal freigegeben. Also ich nehme das heute am Tag der ersten Folge auf. Nee, gut. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.